Wir sprechen über das Verhältnis von Raum und zeitgemäßer Prüfungskultur, und zwar mit Lars Zumbansen. Er ist didaktischer Leiter am Gymnasium Hasewinkel, Lehrer für Deutsch und Kunst, Autor und Fortbildner. Wir steigen sofort ein. Es gibt ja den Regler Raum, und der liegt so zwischen den Polen festgelegt und frei wählbar. Magst du beschreiben, was sich da verbirgt, vielleicht auch mit einem Beispiel? Ja, ich denke, als Beispiel kann man sehr gut, denke ich mal, die Corona-Krise anführen, wo ja insbesondere so das Kontrollregime von Prüfungsräumen in besonderer Weise eigentlich zutage getreten ist. Gerade wenn man darüber nachdenkt, wie jetzt der häusliche Arbeitsplatz auszuspähen ist, abzufilmen ist. Es gab ja dazu auch regelrechte Geschäftsmodelle, ne, wie das Proctoring, so eine Totalüberwachung der Studierenden oder der SchülerInnen. Und alles das wurde dann aufgefahren, um eben die Eigenständigkeit ohne externe Hilfe sicherzustellen. Und so ein Prüfungssetting, wenn man so will, ist ja etwas, was man natürlich auch aus dem Regelunterricht kennt. Es ist vielleicht aber nicht mehr so auffällig. Aber auch klassische Prüfungsräume, und da sind wir jetzt ja ganz links in dem Bereich, sind ja eigentlich sowas wie Panoptiken, also Raumsettings, die so einen permanenten Sichtbarkeitszustand der Prüflinge gewährleisten. Da wären wir also ganz, ganz links, wenn man so will, im traditionellen Prüfungssetting. Wenn wir jetzt sagen, wir verändern was am Raum im Gesamtkonstruktion, wie verändert sich dann das Lernen insgesamt und inwieweit ist das ein Beitrag vielleicht für zeitgemäße Bildung? Ja, vielleicht muss man erstmal darüber nachdenken, wie Prüfungssituationen eigentlich Räume definieren, nämlich als reizarm, ne? Also Räume ohne Ablenkungspotenziale, die SchülerInnen eben in ihrer, wenn man so will, Konzentration isolieren, die gleichzeitig aber natürlich auch einen Austausch, der ja als Betrugsversuch gilt, in einer Prüfungssituation unterbinden und dann eigentlich zu einer Verinselung von SchülerInnen führen, wenn das eben über Raumsettings nicht möglich ist oder über entsprechende Tischabstände, dann ist das ja möglich über Trennwände, die man dann einfach auf den Platz stellt, ne, um dann so einen Doppeltisch zu halbieren. Das kennt man alles. Aber das ist nicht zeitgemäß. Zeitgemäße Lernsettings definieren sich eigentlich darüber, dass man reizvolle Räume schafft, die SchülerInnen ja gerade zusammenbringen, die Dialogizität ermöglichen, aber eben auch Anlässe für Gestaltung, für gemeinsame Gestaltung liefern. Und niedrigschwelliges Beispiel könnte hier etwa sowas sein, was ich mal so nenne als Demokratisierung von Sammlungen. Also wir kennen das ja alle in allen Schulen, dass gerade die MINT-Fächer, aber auch Musik, Kunst und Sport über Sammlungen verfügen, ein ganzes Arsenal von Gerätschaften, Materialien, die in irgendwelchen, wenn man so will, Regalen stehen, meistens auch genau beschrieben, dass man weiß, wo etwas sich befindet. Und häufig fungiert der Lehrer so als Flaschenhals, um den Schülern eben diese Materialien nahezubringen. Von der Hinterbühne der Sammlung, ja, auf die Vorderbühne des Unterrichtsraumes. Und hier müssen wir mal drüber nachdenken, kann man das nicht einfach öffnen? Und es gibt genug Beispiele dafür, dass man zum Beispiel Laborplätze, etwa in der Chemie, natürlich nach einer verantwortungsvollen Einweisung der SchülerInnen, ja auch buchen kann, zum Beispiel über ein LMS. Oder ich habe es im Kunstunterricht auch schon ausprobiert, dass ich den Schülern eigene Atelierplätze zur Verfügung gestellt habe, die sie eben zu den Zeiten, die sie für sinnvoll erachten, um an ihrem Projekt weiterzuarbeiten, eben auch nutzen konnten, ne? Die sie selbst auch bespielen konnten, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie konnten sich dann dort auch das Material suchen, was sie für die Realisierung ihres Projektes brauchten, ne? Ob das jetzt im 2D-Bereich irgendwelche Pinsel, Farben oder sowas sind, ob das wenn das im Bereich von Modellierung der Fall ist, zum Beispiel Möbeldesign, dass man Plastidin vorhält oder Legosteine vielleicht auch, einfach um so einen niedrigschwelligen, reizvollen Zugang zu bieten, um Ideen unmittelbar visualisieren zu können. Ja, das wäre so der eine Punkt. Und ich glaube, ein zweiter Punkt ist, dass man auch an das Ende gucken muss, wenn wir über Räume sprechen, dass wir immer auch darüber nachdenken müssen, wenn wir Lernprodukte haben, dass diese auch in authentischen und öffentlichen Resonanzräumen zur Verfügung gestellt werden, also sichtbar gemacht werden. Ich habe hier in den Links zum Beispiel ein Beispiel unserer Schule, einer Online-Galerie, wo SchülerInnen eben eines Kunstkurses ihre Kunstprojekte vorstellen und auch mit kleinen Audiokommentaren versehen, um ihre Intention da zu präsentieren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um die Wertigkeit eben auch von Lernen räumlich zu dokumentieren.
Ich fand es jetzt sehr eindrücklich, gerade die extreme Gegenüberstellung, wo man sagt, es ist ein fast klinisch reiner Raum und ein Raum, in dem vielleicht im übertragenen Sinne vielleicht tatsächlich noch Späne fliegen sozusagen. Ja. Wenn man jetzt nicht gleich den Rundumschlag machen will, sondern den Regler vielleicht ein Stück weit nach rechts schieben will, wie kann man anfangen? Ja, vielleicht überlegen wir uns dann einfach mal so eine klassische Klassenarbeits- oder Klausursituation, die ja einfach dann in der Wahlfreiheit des Ortes bestehen kann. Also das heißt, der Prüfling, dem wird nicht mehr gesagt, du musst heute in 148b erscheinen zu deiner Prüfung, sondern du kannst entscheiden, ob du diese Klausur zu Hause absolvierst oder in der Schule. Ne? Also ich habe so eine Situation auch mal durchlaufen mit meinen SchülerInnen mit einer Open-Book-Klausur. Wir hatten die Schüler die Wahl. Sie konnten tatsächlich zu Hause schreiben oder sich einen Raum mieten in der Schule. Das war ja in der Corona-Krise möglich, als die Klassenräume leer standen. Dann haben wir das Study Rooms genannt. Die Schüler konnten über das Buchungstool bei uns in der Schule dann diesen Raum für sich reservieren. Das war entweder ein kompletter Raum, Klassenraum, oder das war ein Arbeitsplatz in der Mediothek, so ähnlich wie so ein Präsenzplatz in der Uni-Bibliothek, ne? Muss man sich das so vorstellen. Und Schüler hatten dann eben die Möglichkeit, dann dort zu schreiben. Sie konnten also ihren Arbeitsplatz, wenn man so will, auch atmosphärisch selbst herrichten. Einige haben dann die Kaffeemaschine in direkter Schlagdistanz zum Schreibgerät positioniert. Andere haben die ganze Zeit eine musikalische Untermalung gehabt beim Arbeiten. Und da sieht man schon sehr schön, dass wir auch eigentlich nicht definieren können, was eine konzentrierte Atmosphäre ist, sondern jede Schülerin hat oder jeder Schüler hat so sein eigenes Setting und seine eigene Wohlfühlatmosphäre, die ja dafür da sein soll, also wirklich bestmögliche Leistung zu erbringen, ne? Ohne Druck. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht funktioniert hat. Andere Schüler haben sich aber ganz bewusst für den Raum Schule entschieden. Die haben gesagt, nein, zu Hause habe ich einfach zu ein großes Ablenkungspotenzial durch Geschwisterkinder etc. Ich möchte wirklich in den Raum Schule, weil da werde ich nicht abgelenkt, da kann ich mich voll und ganz auf die Sache konzentrieren. Wo du das Beispiel Bibliothek gebracht hast, das erinnerte mich, ich habe mal recherchiert, dass tatsächlich in öffentlichen Bibliotheken auch die Frage nach Räumen zum Arbeiten und Lernen zugenommen hat, wo man ja sagen könnte, jetzt braucht man immer weniger ein bestimmtes Regal mit einem bestimmten Papier, in digitalen Möglichkeiten ist man unabhängiger, aber tatsächlich gibt es eine höhere Nachfrage nach konzentriertem Raum. Nehmen wir an, jetzt habe ich so eine grundsätzliche Bereitschaft, will den Regler ein Stück nach rechts bewegen, habe von dir eine Anregung gekriegt, wie ich anfangen kann. Was gibt es typischerweise dann für Schwierigkeiten oder vielleicht Einwände, die mir entgegengebracht werden? Naja, ein Haupteinwand ist sicherlich immer die nicht zu garantierende Eigenständigkeit, wenn man so will, der Schüler. Ne? Wenn ich nicht, wenn man so will, mit meinem Blick oder durch meine kontrollierende Anwesenheit als Lehrer oder Lehrerin garantieren oder überprüfen kann, ob der Prüfling wirklich ganz bei sich ist oder irgendwie doch externe Hilfe hat. Ja, also das ist, dahinter schwingt ja so diese durchaus berechtigte Kritik des Kontrollverlustes. Ne? Also ich bin nicht mehr Herr über die Situation. Ich muss stattdessen eigentlich meinen Schülern vertrauen. Und da kann man natürlich sagen, ja, das ist schwierig. Manchen Schülern kann man vertrauen. Ich habe ja Erfahrungen. Aber ich glaube, dahinter steht so die Idee, dass man komplett über Aufgaben auch anders nachdenken muss. Und da sind wir ja vielleicht auch schon automatisch bei anderen Schiebereglern so ein bisschen, wenn man so will. Ne? Man sieht eben, dass Raum auch natürlich damit interdependiert und natürlich eine gute Aufgabenstellung macht es gar nicht möglich, dass man schummelt. Und in diese Richtung müssen wir denken. Wir verweisen auf unser Video zum Thema Aufgabenstellung. Genau. Letzte Frage an dich. Gibt es noch was wir zu diesem Thema gesagt haben sollen, wenn das Video endet? Ja, ich glaube, was ja ganz wichtig ist, das haben wir jetzt ja gerade schon auch gesehen, dass wir, glaube ich, wegkommen müssen von so einem Raumverständnis, was Raum so als maximal physischen Container irgendwie begreift. Sondern im Idealfall, wenn man das jetzt Richtung Schulentwicklung denkt, dann muss das ein relationaler Raum sein, ein Ergebnis sozialer Aushandlungs- und Gestaltungsprozesse eigentlich. Es geht also darum, wenn man so will, eine Vielfalt von Lernräumen den SchülerInnen zur Verfügung zu stellen und eben sie nicht zu exklusiven Zonen und Prüfungssälen verkommen zu lassen, die
im schlimmsten Fall, und das hat man ja auch in der Corona-Krise gesehen, Lernen unterbrechen oder also gerade dialogisches Lernen unterbrechen oder sogar verhindern. Ganz herzlichen Dank an Lars zum Bansen.